Heute steht es in voller Pracht da, das Schwedenhaus der Familie Penz. Für sie ein Traum, der zwischenzeitlich zu einem finanziellen Albtraum wurde. Denn das Fertighaus wurde einfach nicht fertig. Eigentlich sollte der Bauunternehmer die neue Immobilie schlüsselfertig liefern. Doch schon nach der Aufstellung des Rohbaus beginnen die ersten Probleme. Ich sage, wenn es hier regnet, dann haben wir ein Problem. Nein, das ist kein Problem. Ja, und dann ging es natürlich immer weiter. Dann kam sie mal, dann kam sie mal wieder nicht. Dann war mal eine Woche in Urlaub. Da musste man natürlich 100-mal hinterher telefonieren, bevor man einen überhaupt an die Strippe gekriegt hat. Dann hieß es dann, ja, die kommen dann nächste Woche. Dann kam wieder keiner, da hat man wieder telefoniert. So, und dann kam der große Regen. Und dann hat es hier, ich glaube, 3 Tage ineinander durchgeregnet. So, und dann sind wir auf die Baustelle gekommen. Dann standen hier oben 5 cm Wasser in der Zwischendecke. So, und hier unten tropfte alles raus. Michael Penz dokumentiert, wie der Regen die Dämmung durchnässt hat. Weil der Bauunternehmer offenbar nichts dagegen unternimmt, baut Michael Penz das nasse Material in Eigenarbeit aus und eine neue Dämmung ein. Doch der nächste Ärger lässt nicht lange auf sich warten. Wir sind sogar in Vorkasse gegangen mit dem Dach. Er sagt, ja, er muss das Dachziegel bestellen. Dann haben wir gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja, wenn ich das dann mache, dann brauche ich jetzt nochmal 10.000 Euro. Dann haben wir gesagt, okay, habe ihm 10.000 Euro überwiesen. So, und dann sage ich, na, wann wird denn das Dach nun endlich gedeckt? Ja, das dauert noch, die Dachziegel sind nicht auf Lager. So, und dann hat meine Frau dann angerufen, bei dem, wo wir gesagt haben, wo wir ganz gerne die Dachziegel her haben wollten. So, und die sagen, hier liegt gar keine Bestellung vor über Dachziegel in dieser Menge. So, und dann, das Geld war weg und die Ziegel sind nie gekommen. Den Bauvertrag hat das Ehepaar Penz mit der Firmus GmbH abgeschlossen. Diese bot an, Fertighäuser mit Bausätzen der schwedischen Firma Exjuhus zu errichten. Geschäftsführer der Firmus GmbH war Ulrich Plenter. Heute heißt seine Homepage Plenter Immobilien. Weil es bei der Familie Penz mit dem Rohbau nicht so recht weitergeht, holt sie sich einen Bausachverständigen zur Hilfe. Ein Treffen mit Herrn Plenter steht an. Also wurde Herr Plenter sehr ausfallend, also dass er unseren Bausachverständigen als Wurmfortsatz der Familie Penz beschimpft hat, wortwörtlich. So, und dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend. Ich sage, so brauchen wir nicht miteinander reden, und habe gesagt, ab von der Baustelle. Also habe ich sie von der Baustelle geschmissen, weil, wie gesagt, es war nur Bauabnahme und es war kein Entgegenkommen. Wir haben gesagt, hier, das muss noch gemacht werden. Ja, das interessiert mich alles nicht, und Sie müssen jetzt das Geld freigeben. Und so, und demzufolge haben wir gesagt, pass auf, ab von der Baustelle. Wie gesagt, weil nichts passiert ist, und haben ihn praktisch den Bauwerkvertrag gekündigt. Die Fertigstellung durch andere Handwerker kostet die Familie nach eigenen Angaben rund 100.000 Euro. Ein neuer Kredit muss her, denn einen Großteil der Kaufsumme hatten sie zuvor auf ein Anderkonto einer Rechtsanwaltskanzlei aus Hamburg überwiesen. In einem Schreiben der Anwälte hieß es, die Firma Exjuhus und AB und die Firmus GmbH haben uns darüber informiert, dass in nächster Zeit die Errichtung ihres neuen Schwedenhauses bevorsteht. Nach Errichtung des Rohbaus ist eine Rate in Höhe von 205.506,60 Euro fällig, die durch Zahlung auf ein Rechtsanwalts-Anderkonto gesichert werden soll. Die Summe wurde noch etwas reduziert, ansonsten ist das Ehepaar Penz aber bis heute nicht an das Geld auf dem Anderkonto herangekommen. Dietrich Schenke ist Spezialist für Baurecht. Er hat selbst schon Mandanten gegen Ulrich Plenter vertreten. Die Einzahlungen auf ein Anwaltsanderkonto hält er für problematisch. Ich finde diese Art der Abwicklung nicht seriös, weil sie werden aufgefordert, eine Vereinbarung abzuschließen, einen sogenannten Treuhandvertrag mit den Anwälten und der Baufirma, um einen ganz erheblichen Teil der Bausumme auf einem Anwaltsanderkonto zu hinterlegen, ohne zu regeln, wie die Bauherren an dieses Geld wieder rankommen könnten, wenn die vereinbarte Bauleistung nicht erbracht wird. Auch für dieses Schwedenhaus an der Ostseeküste hatten die Bauherren einen Vertrag mit Herrn Plenter von Firmus gemacht. Das Ehepaar hat es bitter bereut. Auch bei ihnen fing der Ärger mit dem in ihren Augen unsachgemäßen Rohbau an. Es kommt zum Streit mit dem Bauunternehmer. Diese Auseinandersetzung mit Plenter, diese ständigen Beschimpfungen, diese Diskussion mit Exjuhus, eigentlich keine Unterstützung zu erfahren. Um uns herum standen Fitzen, das Baumaterial lag in Wasser und wurde nicht mehr richtig ernsthaft seriös gesichert. Um das unfertige Haus zu schützen, packt es Bernd Sobig selbst mit Planen ein. Als der Rohbau aus Sicht des Bauunternehmers fertiggestellt ist, fordert der einen Großteil der Bausumme.
Auch die Sobeks haben auf seinen Wunsch hin das Geld auf das Anwalts-Anderkonto gezahlt. Und dann wurde ausgezahlt an Eske Hüß und an Plenter. Eske Hüß, glaube ich, 65 und den Rest an Plenter von diesen 88.000 oder 85.000. Also alles in allem 82.000. Oder 82.000, ja. Die dann freigegeben, ohne uns zu informieren. In den Verträgen der Bauherren mit der Firmus GmbH wurden zuvor die Zahlungen festgelegt. Zitat: Es werden folgende Teilzahlungen vereinbart. 7,5% der Auftragssumme nach Auftragseingang. 7,5% der Auftragssumme nach Fertigstellung des Bauantrages inklusive Statik. 60% nach Lieferung und der regendichten Montage des Bausatzes. Die hohen und für den Baufortschritt relativ frühen Abschlagsforderungen hält der Experte für bedenklich. Es wird dann ein Zeitpunkt erreicht, in dem der Bauunternehmer ganz viel Geld bekommen hat und eine relativ geringe Bauleistung, die dieser Geldzahlung nicht wertmäßig entspricht, entgegensteht. Und die Bauherren stehen dann zu diesem Zeitpunkt mit dem Rücken zur Wand. Weil sie sind das Geld los. Es liegt entweder auf dem Treuhandkonto, an das Geld kommen sie dann nicht ran, oder es ist sogar schon ausgezahlt worden an den Bauunternehmer, dann kommen sie auch nicht an das Geld ran. Und wenn der Unternehmer sich dann mit dem Weiterbau ziert, zum Beispiel weil Subunternehmer für ihn nicht mehr arbeiten, weil sie nicht bezahlt werden, dann haben die Bauherren ein echtes Problem. Die an dem Treuhandvertrag beteiligten Anwälte sagen, die Konstruktion sei rechtmäßig. Und Plenter? Wir treffen ihn und einen Anwalt bei einem Gerichtstermin. Herr Plenter, darf ich Sie mal fragen, warum Sie die Häuser Ihrer Kunden nicht zu Ende bauen? Ja. Mehrere Bauherren haben sich da bei uns beschwert, dass sie immer nur den Rohbau bauen und dann nicht weiter. Herr Plenter, darf ich noch mal nachfragen? Ihre Kunden beschweren sich, dass sie die Häuser nicht zu Ende bauen. Aber wir hatten das Thema schon. Aber trotzdem schon einen Großteil des Geldes einstecken. Wollen Sie vielleicht für Ihren Mandanten sprechen? Nein, ich möchte dazu auch keine Stellung nehmen. Warum nicht? Muss ich das? Ich frage Sie nur. Nein. Würde Herr Plenter denn noch was sagen? Herr Plenter möchte sich auch nicht, dass sowas handelt. Schriftlich heißt es später, bei den Beschwerden handelt es sich um Einzelfälle. Ein dritter Fall. Wieder heißt der Bauunternehmer Plenter. Und wieder gibt es Probleme. Nach der Überweisung der Hauptrate kommt der Neubau der Familie Borgmann ins Stocken. Offenbar wurden die Zulieferer nicht mehr bezahlt. Letzten Endes haben wir dann entschieden, die Gewerke alleine zu beauftragen und den Weiterbau in Eigenregie durchzuführen. Und wir haben Informationen von anderen Gewerken bekommen, dass das Hauptproblem von dieser Firma Firmus war, also Plenter, dass die Gewerke nicht mehr bezahlt wurden vom Plenter und deswegen haben sie auch nicht mehr geliefert. Und auch der Baustoffhandel nachher gesagt hat, wir liefern nicht mehr an Plenter. Und nur das, gegen Vorkasse. Nur gegen Vorkasse. Und wir haben, da er das nicht gemacht hat, ist keine Lieferung erfolgt. Knapp 160.000 Euro haben die Borgmanns nach eigenen Angaben gezahlt und dafür nur eine Art Rohbau erhalten. Den Innenausbau haben sie selbst übernommen. Für rund 60.000 Euro. Vor Gericht wollen sie aber nicht ziehen. Das Geld hätten wir sowieso nicht zurückbekommen. Es haben schon ganz andere versucht, gegen Plenter anzugehen mit Anwälten und haben es auch nicht geschafft. Und dann haben wir eben für uns beschlossen, wir tun uns das nicht an, weil dann, glaube ich, würden wir in diesem Haus nicht mehr wohnen wollen. Ein anderer Bauherr beschwerte sich auch bei Eske Hüß, die aber keine Bauleistungen ausführen, sondern nur die Bausätze liefern. Trotzdem wollte er wissen, warum er mit Plenter kooperiere. In der Antwort heißt es in etwas holprigem Deutsch, Zitat: Mit Firmus und Herrn Plenter ist es so, dass erkaufen schon viele Häuser von uns pro Jahr und davon hat man ca. 30% unzufrieden Bauherren. Rein geschäftlich müssen wir deswegen Vorteile gegen Nachteile stellen und solange die Vorteile schwerer ist als die Nachteile, haben wir gesagt, dass wir mit Firmus und Herrn Plenter weitermachen. Des einen freut, ist des anderen leid. Das Ehepaar Penz hat kommende Woche einen Gerichtstermin, bei dem es um das Geld auf dem Anderkonto gehen wird. Noch haben sie Hoffnung, einen Teil zurückzuerhalten.